Mit dem Impact Entrepreneurship Programm der School of Management and Law möchten wir Mitarbeitende, Studierende und Alumni der SML fördern, die eine Geschäftsidee haben und die damit einen Impact leisten. Beispielsweise unterstützen wir Ideen, die Umweltprobleme lösen, die die Lebensqualität erhöhen oder auch die Standortattraktivität steigern. Ein strategisches Ziel der School of Management and Law ist, gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmertum zu fördern. Im Rahmen dieses Zieles wurde das SML Impact Entrepreneurship Programm ins Leben gerufen. In erster Linie möchten wir mit diesem Programm Geschäftsideen fördern im Impact- und Nachhaltigkeitsbereich und die aus der SML heraus entstehen. Wir möchten unternehmerisches Denken und Handeln in Verbindung mit gesellschaftlicher Verantwortung unterstützen und für dieses Thema auch sensibilisieren. Bis heute haben sich bereits mehrere Teams mit ihrer Idee beworben. Davon haben wir aktuell einige in unserem Programm. Auch über die Teilnahme der ZHW Startup Challenge konnten sich Teams für das Impact Entrepreneurship Programm qualifizieren. Die Teilnehmer des Impact Entrepreneurship Programm können wir für 6 bis 18 Monate unterstützen. Während dieser Zeit erhalten sie individuelles Coaching von einem Coach aus unserem Netzwerk und eine kostenlose Mitgliedschaft im Runway Startup Inkubator. Sie können an sehr vielen Trainings, Events und Workshops teilnehmen und sind Teil eines großen Startup-Netzwerks und haben so die Gelegenheit, sich auch mit anderen Startups auszutauschen. In der Schweiz werden jährlich Riesenmengen an Food Waste weggeworfen. Und wir lösen dieses Problem, indem wir den Gastronomen vorhersagen können, wann werden wie viele Menüs verkauft. Die ZHW hat uns insbesondere mit dem Impact Entrepreneurship Programm unterstützt. Wir sind im Runway Inkubator und da können wir uns austauschen mit anderen Impact Startups, kriegen zusätzliches Coaching, natürlich den Arbeitsplatz, und das hilft uns enorm dabei im Finden von Anlässen, im Finden von Impact-Investoren, und das hilft uns extrem dabei. Die Auswahl der Projekte findet nach einer schriftlichen Bewerbung und einem Erstgespräch mit dem Institut für Innovation und Entrepreneurship statt. SML-Angehörige können sich als Einzelperson oder auch im Team bewerben. Dabei ist es wichtig, dass das Team aus mindestens einer SML-angehörigen Person besteht.